MeToo in der Hochkultur. Die Causa Gustav Kuhn bei den Tiroler Festspielen in Erl hat vor 3 Jahren die scheinbar so heile Klassikwelt erschüttert. Machtmissbrauch, Psychoterror, Ausbeutung bis hin zu sexuellen Übergriffen standen jahrzehntelang an der Tagesordnung. Wem wir es zu verdanken haben, dass die Macht des selbsternannten Erlkönigs heute gebrochen ist, dass das Festival jetzt eine neue Leitung hat und einen Verhaltenskodex. Darüber sprechen wir heute mit einer der Protagonistinnen. Wir blicken hinter die Kulissen dieses einzigartigen Skandals aus dem kleinen Österreich, dass es nur wenige Monate nach Harvey Weinstein in die Schlagzeilen der New York Times gebracht hat. Ich begrüße sehr herzlich meinen heutigen Gast. Es ist Mona Somm, eine ganz außergewöhnliche Frau, die gemeinsam mit weiteren mutigen Frauen und Männern in die Öffentlichkeit getreten ist und, wie Professor Dr. Thomas Schmidt letztens sagte, eine Pionierleistung vollbracht hat, einen Bannbruch geleistet hat und hoffentlich ein Umdenken eingeleitet hat. Herzlich willkommen, liebe Mona Somm. Herzlich willkommen. Ja, danke. Wir haben uns überlegt, wie wir den Schwerpunkt dieses Gesprächs setzen. Und da möchte ich einen kleinen Disclaimer einfügen. Wir wissen aus Studien, aus Umfragen und auch aus euren Zuschriften, an dieser Stelle danke für euer Vertrauen, dass viele von euch Machtmissbrauch, sei es Mobbing, Diskriminierung und wie die Liste heißt, selbst erlebt haben und jetzt vielleicht gerade erleben. Und wir wollen euch unser Mitgefühl sagen. Wir wissen, wie sich das anfühlt, wenn man sich ohnmächtig und ausgeliefert fühlt. Mona wird das heute aus ihrer eigenen Geschichte heraus erzählen. Und wir werden versuchen, vielleicht am Ende des Videos auch noch ein paar Tipps zu geben. Auch aus der Gruppe der Frauen um Mona gab es ein paar Meldungen, die euch vielleicht helfen könnten. Deshalb würden wir uns freuen, wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt. Aber jetzt einmal zu dir, Mona. Vor ziemlich genau 3 Jahren hat der Tiroler Internetpublizist Markus Wilhelm einen Artikel veröffentlicht, der eine Bombe platzen ließ und eine Lawine losgetreten hat. Der hieß die unfassbaren Zustände bei den Tiroler Festspielen in Erl. Als du davon erfahren hast, was hat das in dir ausgelöst? Was ging dir durch den Kopf und was hat dich letztendlich dazu bewogen, in die Aktivität zu kommen, aktiv zu werden? Also als allererstes muss ich sagen, dass es bei mir schon einen Vorlauf gibt. Das heißt, ich habe mich ja getrennt von den Tiroler Festspielen im Herbst 2017 und das war aufgrund von einer Unstimmigkeit im Vertrag, diese Intransparenz, diese nicht irgendwie direkte Kontaktaufnahme zu mir, kein persönliches Gespräch, dass das einfach so eine enorme Enttäuschung war für mich, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr in Erl singen, ich gehe weg von Erl. Und das war wirklich ein wahnsinniger Schritt, den sich die Leute vielleicht kaum vorstellen können, weil ich ja in Erl sozusagen unter anderem groß geworden bin. Es war für mich einfach ein sehr wichtiges Festival und es waren für mich unglaublich wichtige Arbeiten, die ich dort gemacht habe und die Art und Weise, wie man sich dann irgendwie dazu geäußert hat, war für mich absolut inakzeptabel. Nach all diesen Jahren und diesen großen Auftritten, diesen großen Rollen und eigentlich immer eine gute Arbeit gemacht habe, dass man so mit mir umgesprungen ist. Und das hat einfach zu der Trennung geführt, die ich durchziehen musste. Ich habe gemerkt, ich,
ich muss das jetzt machen. Und das war aber noch ein halbes Jahr, bevor ich dann von der Presse erfahren habe, also nicht persönlich, sondern aus der Presse erfahren habe, dass Markus Wilhelm hier aktiv geworden ist und die Situation in Erl näher beleuchtet und umschreibt. Und Markus Wilhelm ist dann zu mir gekommen und hat gefragt, ob ich mich dazu äußern möchte, weil er doch auch erfahren hätte, dass ich irgendwie auch einiges erlebt habe in Erl. Und da habe ich mich zuerst eigentlich, war ich sehr ruhig und still auch und wollte eigentlich nicht viel dazu sagen. Ich glaube, ich war immer noch irgendwie mit mir beschäftigt und mit meiner Situation. Und erst dann zu einem späteren Zeitpunkt habe ich dann mich dazu bewogen, ja, ich kann das erzählen, was für mich einfach nicht gepasst hat und was für mich nicht stimmte. Und zu einem späteren Zeitpunkt haben wir uns dann in der Gruppe zusammengeschlossen, in der Solidarität mit anderen Frauen, dass wir eigentlich das benennen und öffentlich machen. Es wurde ja schon viel dokumentiert, wie man sich das vorzustellen hat, wie es in Erl zugegangen ist, im Puniversum, im Reich des Erlkönigs, von Markus Wilhelm akribisch recherchiert und dokumentiert. Auch der ORF hat mehrfach berichtet, Edith Meinhardt vom Profil hat immer wieder sehr tiefgründige Stories dazu gebracht. Ein Nachgespräch, das ich sehr gerne empfehlen möchte, und zwar das Nachgespräch zu diesem Theaterstück vom 27. November 2020. Da erzählt Mona sehr eindrücklich, sehr plastisch und sehr ergreifend, wie die Situation damals für sie in Erl war, wie sie als junge Sängerin dorthin gekommen wurde, angeblich aufgebaut wurde und dann so Stück für Stück klein gemacht wurde. Also das ist sehr, sehr berührend und sehr, sehr heftig auch. Ja. Wir setzen unten auch noch Links zu der Webseite von Markus Wilhelm und auch zu voicit.at, wo es einen Pressespiegel gibt, wo man ganz viel nachlesen kann, wer sich dafür interessiert. Mona, lass uns zu dem Zeitpunkt kommen, wo ihr euch im Sommer 2018 zu einer Gruppe zusammengefunden habt und einen offenen Brief formuliert habt. Das war ja ein großer innerer Kampf, wie es zu dem Brief kam, wie es auch zu der gemeinsamen Formulierung kam und dass man den letztendlich dann auch abschickt und damit die bislang anonymisierten Vorwürfe mit Gesichtern versehen hat. Also es war eine Gruppe von 5 Frauen, die ihre Namen hergegeben hat und in die Öffentlichkeit getreten ist. Und das hat das Blatt natürlich nochmal stark gewendet. Dabei muss man sagen, Markus Wilhelm wurde bis dorthin mit über einem Dutzend, ich weiß nicht mehr, 17 oder noch mehr Klagen eingedeckt, die bis heute nicht komplett ausgestanden sind, aber er hat das meiste überstanden. Erzähl doch mal ein bisschen über diese Stimmung und auch diese Angstsituation, was das überhaupt bedeutet hat, mit so einem offenen Brief gemeinsam mit einer Gruppe an die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, also ich habe in einem ersten Schritt habe ich einfach für mich alles festgehalten, was für mich damals in diesen ganzen Jahren, was ich erlebt habe. Und glücklicherweise hatte dann wirklich Markus Wilhelm diese Notwendigkeit auch aufs Tapet gebracht, dass wir uns zusammen mit anderen Frauen, weil er war ja im Kontakt, ich wusste das nicht, mit wem er alles in Kontakt war und hat dann uns zusammengebracht. Wir haben dann ganz viele Austausche, ihre Geschichte höre von ihr, Beispiele höre, die ich mir natürlich zum Teil auch gut vorstellen konnte. Andere Sachen kannte ich weniger oder kannte ich nicht. Und dass ich mir dieses Bild irgendwie ergänzen konnte, das ich natürlich hatte. Und wir, also dieses Ringen um diesen offenen Brief, das war wirklich sehr, sehr eindrücklich und das ging über sehr viele Wochen, weil es wichtig war, dass wir uns so ausdrücken, dass wir
das sagen, was für uns wirklich der Fall war. Und nicht, wir mussten, also es war auch ein rechtliches Thema, wo wir wirklich, ich sprach von mir, habe mich aber solidarisiert mit den anderen Frauen. Also das war auch ein wesentlicher Anteil, das darf man nie vergessen, dass man, wenn man in so einer Situation ist und ein Schicksal von jemand anderem hört, aus erster Hand, dass man ihr den Rücken stärken möchte. Und das war ein ganz großes Ziel von mir, dass ich sage, okay, meine Geschichte, die setze ich jetzt mal einfach in eine Klammer, aber ich möchte das, was vielleicht ein bisschen drastischer ist, das möchte ich gerne mit meinem Namen auch mit unterzeichnen. Also ich möchte meine Kollegin stärken, indem dass ich ihr sage, ich bin an deiner Seite und ich halte dir die Stange auch. Weil eine Person im Einzelnen würde so eine riesige Angriffsfläche anbieten, dass das nicht auszuhalten ist. Und deswegen war das sehr klug und sehr wahr und sehr richtig, dass wir das so gemacht haben. Es gab ja daraus eine richtige Freundschaft und Beziehung und ein reger Austausch, wie wir das alle erlebt haben und wie jede Einzelne von uns da ihren Kampf führte. Und den richtigen Wortlaut zu finden, das war sehr, sehr ein langer Prozess. Da musste man nochmal drüber und Einsprachen von hier und von da und man war nicht einverstanden damit, nochmal neu formulieren. Und am Ende, glaube ich, konnten wir hinter diesem Brief genauso stehen. Aber doch hatte jede von uns einen wahnsinnigen Druck. Also, weil wir wussten, dass das natürlich ein Zündstoff ist. Unglaublich. Und wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Das wussten wir nicht. Und was man sagen muss, ihr hattet natürlich auch Angst, was Klagen betrifft. Und eine Kollegin von euch hat ja auch dann tatsächlich eine Klage bekommen. Ja, also die Angst war wirklich vorherrschend. Die war sehr, sehr groß, weil man ja vielleicht sich in einer Situation befindet, wo man jetzt keine Handvoll Anwälte an der Seite hat, die einen da verteidigen und da im Recht begleiten. Wir haben aber auch rechtliche Hilfe bekommen, das müssen wir auch sagen, die wahnsinnig hilfreich war und auf die wir uns zu 100% verlassen konnten, die diesen Weg auch mit uns gegangen ist von Anfang bis zum Schluss. Und das hat uns natürlich auch sehr viel abgenommen und das hat uns wahnsinnig viel erleichtert. Aber diese Achterbahn, das ist ja dann auch noch eine ganz persönliche, die man durchlebt. Und ich glaube, am Anfang war für mich schon auch immer noch, hat sehr mitgeschwungen, diese Trennung, dieser Abschied, dieses Wissen um diesen Charakter von Gustav Kuhn, wo man wusste, dass der unglaublich auch wütend werden kann. Und so, man vermutete natürlich auch, dass die Finger hinter der Bühne immer sehr lange sind, die Telefonate sehr weit reichen. Man wusste nicht, was hat das für Auswirkungen auf einen weiteren Verlauf der Karriere oder wie das persönliche Ansehen war von einem selber. Und es war eine große Unsicherheit. Das war sehr schwierig. Aber mit der Zeit, mit dem Verlauf, auch natürlich mit der ganzen juristischen Angelegenheit mit der Gleichbehandlungskommission, also mit diesen auch Verhandlungen, wo wir auch natürlich Recht bekommen haben, sind unsere Schultern leichter geworden und konnte man sich irgendwann auch davon lösen, was zum Beispiel jetzt Gustav Kuhn sagt und denkt über einen und womit er einem noch irgendwie schaden könnte. Also das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist natürlich, man sieht sich nicht mehr, man hört sich nicht mehr bis auf dieses eine Treffen
Innsbruck bei der Verhandlung von unserer Kollegin Julia, wo wir alle da waren und sie auch gestützt haben, wo es auch zu einer unschönen Szene geführt hat, das kann ich vielleicht dann noch sagen. Und das andere ist ja so der persönliche Zorn, den er sehr wahrscheinlich gegen einen hegt oder was er alles einem Schlechtes wünscht. Das sind ja alles schlechte Energien, die man, da muss man sich auch schützen und da muss man auch irgendwie einen Abstand, einen zeitlichen und natürlich dann den räumlichen Abstand hatte man ja eh, aber den zeitlichen Abstand, der hat das dann auch gemildert natürlich mit der Zeit. Aber ich bekam immer Schweißausbrüche, also Angstschweiß. Gehen wir nochmal zu der Zeit zurück, wo der offene Brief an die Öffentlichkeit gekommen ist und noch Aussage gegen Aussage gestanden ist. Weil euch wurde erst recht gegeben mit dem Ergebnis der Gleichbehandlungskommission, wo in allen 5 untersuchten Fällen die sexuellen Übergriffe bestätigt wurden von dieser Kommission. Aber davor, wie ist die Öffentlichkeit mit euch umgegangen? Gab es diese berühmte Täter-Opfer-Umkehr, Victim-Blaming, Nestbeschmutzer-Beschimpfung? Erzähl mal ein bisschen darüber, wie sich das anfühlt, wenn in der Öffentlichkeit behauptet wurde, du lügst oder du erfindest das oder du willst dich wichtig machen. Also ich denke, jede von uns hatte ein persönliches Umfeld und ein Umfeld, das zum Teil natürlich auch weiter voneinander entfernt ist. Also ob es in Österreich ist, in Deutschland oder anderswo, bei mir jetzt in der Schweiz, da hat natürlich jede, ich sage jetzt mal Presse oder jedes Umfeld hat natürlich anders vielleicht reagiert. Meine Reaktionen, die ich so erlebt habe, die waren jetzt von meinem Umfeld natürlich oder auch Leute, die mich nicht näher kennen, aber die davon erfahren haben über die Zeitung oder auch mal über ein Interview. Also ich bekam ich schon Zuspruch oder auch schriftliche Nachrichten, einen Brief, eine Karte, wo man natürlich auch, wie soll ich sagen, das schon sehr anerkennt, weil das sind Leute, die sich vorstellen können, dass man das nicht aus Spaß macht oder eben aus einer Sensationsgeilheit, weil man jetzt in der Presse erscheinen möchte, überhaupt nicht. Also die hatten einen wirklich Vorstellungsvermögen, was das für eine Last sein kann. In meinem persönlichen Umfeld, die kannten ja meine Situation, also die ganz nahen sowieso, wie auch ich immer wieder drunter gelitten habe, oder die kannten Erl, weil sie es besucht haben oder weil mich über ein paar Tage besucht haben, die kannten das schon und wussten auch, dass ich da nicht von einer Situation erzähle, die ich mir jetzt einfach so mal noch so schön finde, das zu erzählen. Das macht man ja nicht. Dann gab es eher dann noch so den Kollegenkreis aus meiner Arbeit, aus Erl. Der hat sehr empfindlich reagiert, sehr unschön natürlich und hat sich komplett gegen mich jetzt, nicht die Gruppe, aber gegen mich persönlich oder hat sich geäußert dazu. Da gab es Leute, die kannten vielleicht Erl, die konnten das eigentlich gar, wollten das gar nicht so wahrhaben. Die hatten natürlich diese Verblendung irgendwie, was da alles schön ist und was man da alles bekommt und so weiter und einfach dieses gar nicht sehen wollen auf eine andere Seite, was da hätte sein können, was man vielleicht nicht gesehen hat jetzt im Konzert oder bei den Vorstellungen, aber so quasi nur so das Positive gesehen haben ist, was ja auch nicht nur schlimm ist, das muss ja nicht jeder sehen, aber dass man sich vielleicht mal fragt, aha, ist das denn alles so und wie ist denn das für die Künstler und was ist denn für die Künstler wichtig und was wird eingelöst und was vielleicht nicht. Und die Erleichterung war für uns eigentlich vor allem auch da, wir wurden ja alle separat angehört, also das war ziemlich eine, in Wien, das war eine ziemlich lange Sitzung von jedem Einzelnen, wo sehr klar und sehr deutlich jeder befragt wurde und ohne irgendetwas dazu zu tun, also wirklich sehr sachlich und sehr nüchtern und ich denke, das wurde sehr genau untersucht und von daher, wir wussten ja, was die Situation ist und wir haben es einfach so erzählt, wie es war, ganz einfach.
Es gab ja auch gerichtliche Untersuchungen, aber dieses Verfahren wurde wegen Verjährung eingestellt oder weil es zum Zeitpunkt der Tat kein Strafbestand war. Eine Kollegin von euch, die ist aus dieser Verjährungsfrist gerade mal um 3 Monate rausgefallen. Also es war ganz knapp, dass das nicht, dass das eben dann kein Straftatbestand war. Aber um es nochmal ganz deutlich zu sagen, die Gleichbehandlungskommission des Bundeskanzleramts in Wien hat euch vollumfänglich Recht gegeben, was die sexuellen Übergriffe betrifft. Ich finde es sehr schade. Natürlich gibt es irgendwo ein Limit, ein Zeitlimit, oder dass man sagt, oder vor 30 Jahren, aber dass diese Abstufung von was ist schlimm und was ist nicht schlimm und was, das finde ich eine sehr schwierige Situation. Weil, oder auch, dass man sich ausschließlich natürlich abgestützt hat auf die sexuellen Übergriffe. Da gab es ja auch viele sehr psychisch belastende Situationen, die ebenso dazugehören, die einen auch fertig machen. Das war für mich auf jeden Fall wirklich sehr, 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 sehr schwierig und sehr schlimm auch. Und dass das einfach diese, es muss irgendwie zu einem höchst schlimmen Vorfall führen, damit die Gesellschaft irgendwie einen versteht. Und da sind wir schon recht abgestumpft auch so, finde ich auf jeden Fall. Was schlimm ist für eine Frau, was schlimm sein kann, wer überhaupt urteilt, was ist schlimm für jemanden. Es können sehr sensible Frauen können an einer Situation zerbrechen, wo eine Frau, die ein bisschen mehr Boden unter den Füßen hat oder stärker ist, ist das für sie einfach noch, wie soll ich sagen, nicht erträglich, aber führt zu einer ganz anderen Situation. Und dass man von außen natürlich dann beurteilt, was für die Frau jetzt hätte möglich sein sollen und nicht möglich ist, das finde ich auch eine Unart und das finde ich ein Übergriff eigentlich auch, dass mir jemand sagt, was für mich doch eigentlich noch ganz gut erträglich ist und was nicht. Das finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Das passiert ja immer wieder, dass man sagt, ja, das ist jetzt nicht so schlimm oder das ist nicht so schlimm. Man sieht da gar nicht hinein. Jeder Mensch ist individuell, jeder ist ganz anders gebaut und keiner kann Urteile fällen über eine Gruppe, ein Geschlecht oder eine Alterskategorie. Das geht gar nicht. Das darf man nicht tun. Wie war das, als du Gustav Kuhn während dieser Jahre in Interviews im Fernsehen gesehen hast und letztendlich dann auch persönlich begegnet bist bei der Gerichtsverhandlung in Innsbruck? Also so viele Auftritte hatte er ja nicht im Fernsehen, aber ein ganz wichtiges hat er im Fernsehen gehabt bei der ZIT2, wo man ihn eigentlich wiedererkennt, wo man schon eigentlich, also er hat nur das gezeigt, wie er ist und wie er denkt. Also es war jetzt nicht eine Überraschung in dem Sinne. Es war für ihn sicher kein glücklicher Moment. Also das hat er vielleicht dann im Nachhinein, weiß ich nicht, hat er sich nochmal angesehen und vielleicht realisiert, dass es nicht so gut gelaufen ist für ihn, aber also die Angst, ihn zu sehen, war wirklich sehr groß. Also wo könnte ich ihn hier sehen? Natürlich nirgends. Also der einzige Ort, wo ich ihn hätte sehen können und wo ich ihn auch gesehen habe, war bei der Gerichtsverhandlung. Und wir waren zu viert und haben Julia gestützt. Und ist natürlich auch klar, dass man sich dann über den Weg läuft und das hat zu einer ganz hässlichen Situation geführt, weil wir sind dann alle am Ende, das kam ja dann zu einem Vergleich, zum Glück, auch für Julia, denke ich, war das eine gute, akzeptable Lösung, das waren wir wirklich froh. Aber danach ist er von hinten gekommen und hat meine Hand angenommen
und hat höhnisch mir ins Gesicht gesagt, ich möchte dir noch ganz herzlich gratulieren zu deiner tollen Karriere, die du an den Tag gelegt hast. Und das war für mich einfach eine von diesen Situationen, wo ich auch denke, die sehr typisch ist für ihn, einfach nur schon, dass er meine Hand nimmt, ja, und mir eigentlich mit Hohn und Spott begegnet und mir nur das Allerschlechteste wünscht und es einfach nochmal auskostet, mich noch einmal zu erniedrigen. Das war, also ich bin, ich hatte danach keine gute Stunde oder keine guten 2 Stunden. Das kann ich nur sagen. Und das fährt wahnsinnig ein, weil man diese Boshaftigkeit spürt von einem Menschen, die einem sehr, sehr reingeht, reinhaut. Und du warst ja da, du hast das ja gesehen. Also es ist keine Situation, die ich jetzt einfach so erfinde. Also ihr wart ja alle da und habt das alle mitbekommen und gehört. Ja, also das hat uns alle, also ohne Worte, das hat uns alle umgehauen. Das war so schlimm und wir haben deinen Schmerz mitgespürt. Das führt mich auch zur nächsten Frage. Hast du irgendwo psychologische Unterstützung bekommen oder dir gesucht? Wie hast du das alles verarbeiten können? Das sind ja Emotionen, die man sich gar nicht vorstellen kann, also die zu bewältigen sind. Also es war sicher ein großer Teil wart ihr, also du, meine lieben Frauen, Freundinnen von Erl, die mich da auch natürlich aufgefangen haben oder auffangen, meine Familie, mein Mann, meine besten Freundinnen und natürlich habe ich auch, und nicht nur wegen Erl, sondern das ist eine Art Psychohygiene, die man einfach macht, dass man sich mit einem Therapeuten auseinandersetzt, mit sich, mit seinen Schwierigkeiten, mit seinen Hürden und dass man da auch Hilfe bekommt, Zuspruch, dass man im Grunde genommen lernt, wie man diese Situationen verarbeitet und dass man einen Schritt machen kann, dass man vielleicht in Zukunft anders reagiert oder dass man es sich nicht mehr so nahe zu Herzen kommen lässt, ob schon, das geht ja eigentlich gar nicht, aber man muss irgendwelche Tools erfinden, die einen schützen. Man muss lernen, einen Schutz, einen gewissen Schutz aufzubauen. Das war es mal in erster Linie und dann zeigt halt Wunden natürlich und man bekommt ein Bild über sich selber, über diese ganze Zeit während der Festspiele, vor den Festspielen, während der Festspiele und danach. Und da gibt es eine gesunde Selbstkritik, die man natürlich an den Tag legen sollte, weil das am gesündesten ist, wenn man sich selber auch ein bisschen sagt, was man hier und da hätte besser machen können. Aber es braucht einen Heilungsprozess und eine Emanzipation von dieser ganzen Abhängigkeit, die für mich eigentlich bis dahin gegolten hat. Und da habe ich mich zum Glück auch rausgelöst. Das ist für mich eigentlich das Erlösendste vom Ganzen, dass ich mich aus diesem Abhängigkeitsverhältnis überhaupt in diesem ganzen Metier habe winden und, also nicht winden, winden heißt ja herauswinden, herausarbeiten können. Ja, ich finde, du bist ein ganz tolles Beispiel von jemandem, der aus der Opferrolle heraussteigt und sich selbst ermächtigt und in diese Selbstbestimmung geht. Und das ist auch der Schlüssel, dass man aus dem Spiel Opfer-Täter aussteigt und zu einer eigenen Kraft kommt. Und das hast du geschafft. Und das würde ich mir wünschen, dass das auch für andere Künstlerinnen eine Inspiration sein möge, wie man es schaffen kann. Weil den Fall, den ihr erlebt habt, das ist so einzigartig und hoffentlich einzigartig und hoffentlich gibt es keine Fälle in unserer Branche, wo das auch so schlimm ist. Also, und ihr habt das geschafft und dann gibt es auch Wege heraus für andere. Und das finde ich ganz toll, dass du da anderen mit deinem Beispiel Mut machen kannst. Ich möchte aber auch sagen, damit umgehen können, dass man Verlust erleidet.
Also das ist etwas, was dazugehört. Man kann nicht sich befreien von einer Abhängigkeit, wenn man nicht auch einen Verlust einkalkuliert. Das gehört dazu. Und ich glaube, ich kann nicht sagen, ich habe mich vom Singen verabschiedet oder ich habe mich von meinen Träumen verabschiedet, weil das ja alles irgendwie immer noch weiterlebt. Aber ich habe dieses Unbedingte, das ist sehr wahrscheinlich stark zurückgetreten, was ich vorhin hatte. Ich sage nicht um jeden Preis, weil das würde sehr vieles mehr noch einschließen, was ich ja nicht mitgemacht habe oder durchgemacht habe. Aber diesen Preis, den ich bezahlt habe, den würde ich nicht mehr bezahlen. Und das heißt aber auch, okay, ich kann vielleicht diese Rollen nicht mehr singen. Ich werde sie vielleicht nie mehr singen. Es wird vielleicht Vergangenheit sein, aber es ist etwas anderes daraus entstanden und es ist etwas sehr Befreiendes. Man braucht ja ein Ziel. Und für mich ist auch klar, dass wenn eine junge Sängerin, wenn sie jetzt 30 ist und eine so schwierige Situation erlebt, dass sie dann nicht einfach sagen kann, ich wende mich davon ab, weil ich bin in einem anderen Zeitabschnitt. Ich konnte auch sehr schöne Sachen machen und ich bin damit sehr zufrieden. Ich weiß, es ist noch nicht vorbei. Das ist es ganz sicher nicht. Aber alles, was jetzt noch kommt, das ist für mich zum Glück wie ein Geschenk und nehme ich auch als ein solches eigentlich sehr gerne an. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann brauche ich eine Alternative. Und in meinem Leben gab es ja fast nie diese Sicherheit. Also mein Weg hat mich ja nach Erl geführt, weil ich auch diese große Unsicherheit und diese nicht jetzt erfüllende Karriere hatte, die mich eigentlich so verzweifeln ließ, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich alles auf eine Karte setzen. Ich meine, welche Sängerin fängt mit Elektra an? Ich meine, das ist ja eine, das habe ich damals gar nicht wirklich realisiert, aber es war dann einfach so. Und ich habe alles dafür getan, also alles Mögliche sängerisch, zeitlich, was ich tun konnte, um dieses Ziel gut und kompetent und wirklich auch hochstehend zu erfüllen. Aber zuvor gab es große, große Durststrecken, große Zweifel die ganze Zeit. Ich war immer in diesem Zweifel. Was mache ich? Warum kann ich nicht reüssieren? Warum bekomme ich keine Arbeit? Also das ist für mich eigentlich danach, in dem Sinne konnte ich dort wieder weitermachen, aber natürlich viel reifer. Aber auch immer dieses mich neu erfinden müssen. Ich musste das eigentlich immer. Und von daher kann man nur sagen, alles auf eine Karte zu setzen, ist wahnsinnig gefährlich. Ob ich jetzt selber, und in unserem Beruf umso mehr, weil jetzt sieht man diese ganze Verletzlichkeit von diesem Metier, aber auch, was geschieht, wenn ich meine Stimme verliere? Was geschieht, wenn mein Körper versagt? Es gibt immer wieder Möglichkeiten, wo das der eintreten kann und wo ich nicht mehr singen kann oder wo ich kein Engagement mehr bekomme, weil ich vielleicht, es gibt viele Gründe, wir können uns das alles vorstellen. Und deswegen dieses alles auf eine Karte setzen und irgendwie die Scheuklappen anziehen, nur in der Musik und in diesem Traum zu verharren, ich schaffe es hier eine große Karriere, mit einer großen Karriere mein Leben zu bestreiten, kann sehr gefährlich sein. Und deswegen ist es auch immer gut, wenn man sich vielleicht weiterbildet. Es kann auch außerhalb von der Musik sein. Der Mensch hat viele Fähigkeiten und viele Möglichkeiten. Und auch wenn man natürlich für vieles heute eine Ausbildung haben muss, aber es gibt auch Wege dazwischen. Und wichtig ist einfach, dass man erfüllt ist, dass man glücklich ist, dass man sich gebraucht fühlt, da wo man ist. Wenn das in der Musik ist, weil man das 5, 10 oder 8 Jahre studiert hat, umso schöner. Aber es könnte auch sein, dass das nicht der Fall ist. Und da ist man aufgefordert, einfach diese Scheuklappen oder diesen
Horizont einfach zu erweitern, um zu sehen, was kann ich denn noch und wo liegen meine anderen Stärken, die ich auch habe. Und das kann man eigentlich gemeinsam integrieren. Das, was man in der Musik gelernt hat, kann man auch in einen anderen Beruf, werde ich Pflegerin oder werde ich Lehrerin, kann man das dort integrieren. Und genauso kann man das umgekehrt. Also das ist immer nur ein Gewinn. Und man wird freier, weil man weniger angewiesen ist und weil man weiß, wenn diese Sache einbricht, ich habe hier noch ein oder zwei Wege, die möchte ich gerne weiterverfolgen, mit Lust, mit Freude, weil mir das auch Spaß macht. Also diese Einschränkung auf der hehre Sänger, diese wahnsinnigen Karrieren von früher, es gibt sie auch heute noch, aber diese wahnsinnigen Karrieren, das ist ja irgendwie wie vorbei. Das gibt eine Handvoll oder zwei Dutzend Leute, die das machen können. Und die anderen wollen ständig dahin und fühlen sich eigentlich nur schlecht, weil sie einfach nicht genug erreichen. Weil sie nicht gut sind, sondern weil es nicht mehr möglich ist. Und das gibt einem ja nur ständig das Gefühl, man ist nicht gut oder man ist nicht gut genug. Und ich glaube, viele Sängerinnen und Sänger kennen das wahnsinnig gut, immer dieses, ich muss gut sein, besser, am besten, ich genüge nicht, dieses Abgewertet, dieses Bewertetwerden, die ständig, ich finde das sehr schade, das ist wie eine Krankheit, das ist wie ein Geschwür an unserem Metier. Und ich kann mir vorstellen, auch bei den Musikern, jetzt nicht nur im Gesang, aber das führt natürlich dazu, dass man sich ständig vergleicht, dass andere dich mit jemandem vergleichen. Und dabei, ja, natürlich, der Platz ist eng. Es ist wahnsinnig eng. Und manchmal trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen, kann sich auch trennen. Das heißt aber nicht, dass der Mensch deswegen weniger wert ist. Und dieses, der Künstler ist so wahnsinnig wertvoll. Also diese Meinung von vielen Leuten, das habe ich ja selber irgendwie auch gemerkt, dass die einen so auf ein Podest heben, das völlig unnötig ist. Es ist unnötig, mich auf ein Podest zu heben, nur weil ich Brünnhilde singen kann. Das ist einfach ein großartiges Handwerk. Ich habe viel Energie und viel Zeit da investieren können. Ich habe das geschafft. Eine andere Sängerin schafft etwas ganz anderes, was ich nicht kann, was vielleicht viel leichter daherkommt, aber überhaupt nicht leicht ist. Man muss seinen Platz finden. Und da machen andere Leute genauso einen wertvollen Job. Sie sind nur nicht im Rampenlicht. Und weil wir im Rampenlicht sind, stellt man uns so auf einen Sockel. Das ist eigentlich gar nicht fair. Das muss gar nicht sein. Also ich danke für dieses fantastische Plädoyer, auch für die Kreativität des Künstlers, sich selbst zu entdecken, ja, und mehr aus sich herauszuschöpfen, als auf den ersten Blick sichtbar ist. Und gerade in Zeiten wie diesen, in Zeiten von Corona, wo es für die Künstler sehr schwer ist, ist das Gebot der ersten Stunde, würde ich sagen. Also danke für dein Plädoyer. Ich glaube, du hast auch ganz vielen aus der Seele gerade gesprochen oder die Situation von vielen oder den Konflikt, den Zwiespalt auf den Punkt gebracht. Danke dafür. Und du bist wirklich das beste Beispiel. Ich sage dazu noch etwas sehr Spezielles und was vielleicht auch die eine oder andere Person aufmuntern kann. Ich habe nach dieser Zeit, nach Erl, nach dem offenen Brief, bin ich ja in diese Arbeitslosigkeit gefallen, in dieses wahnsinnige Loch, wo man selber auch absolut die totale Lust am Singen verliert. So diesen Glauben, man wird nicht gebraucht, dieses in die Leere fallen, das denke ich, das kennen jetzt sehr viele Sängerinnen und Sänger und tun sich auch wahnsinnig schwer. Ich kann das so gut nachvollziehen. Ich mag es niemandem gönnen, wirklich nicht. Ich kann es wirklich sehr gut nachvollziehen, wie schlimm das ist. Und ich hatte dann zum Glück, habe ich durch die Arbeitslosenkasse, habe ich dann
auch ein Teil von Arbeitslosengeld beziehen dürfen, was immer eine große Hilfe ist, wenigstens, dass man einfach sein Leben bezahlen kann, dass man Rechnungen bezahlen kann. Und dann irgendwann habe ich eine Arbeit angenommen, die ich mir nicht hätte vorstellen können vor 10 Jahren, dass ich das mache, dass ich das nochmal tue. Und ich habe auf einem landwirtschaftlichen Betrieb habe ich gearbeitet für einen wahnsinnig kleinen Lohn. Und ich habe aber gemerkt, also ich habe mich auch gesträubt natürlich, also so innerlich war das wie schwierig, also so eine Art eben Künstlerin zu sein und damals noch, die Bühne war noch sehr nahe, die Erinnerungen daran, und ich habe mich wie geschämt. Ich habe mich geschämt, dass ich diese Arbeit mache. Und aber ich musste sie tun, um einfach aus diesem Loch herauszufinden, um einfach diese Struktur wieder zu haben und zu wissen, ich stehe auf, ich werde gebraucht, ich habe meinen Tagesablauf, ich habe ein Soll, ich habe einen Feierabend zum Beispiel auch, das war auch wichtig und das ist auch sehr schön, was man im Sängerberuf manchmal gar nicht so kennt, und konnte mich so wieder auffangen. Einfach durch diese Struktur und dieses irgendwo gebraucht werden. Und dann habe ich auf einmal auch gemerkt, dass ich das eigentlich noch auch ganz toll finde. Also es war dann nicht nur so, dass ich mich aus dem Bett irgendwie gequält habe und gedacht habe, was ist das jetzt für eine schreckliche, schlimme Arbeit, sondern dass ich auf einmal auch noch Lust hatte auf diese Arbeit und dass es schöne Sachen gab da drin, also die mich auch befreit haben. Und das ist etwas, was ich eben sagen will, dieses Werten, dieses ständige Werten auf was ist wertvoll und was ist nicht wertvoll. Das ist sehr gefährlich für uns natürlich, dass wir das selber immer beurteilen und werten und dass das auch von außen und von anderen bewertet wird. Also ich hätte das niemandem sagen können zu dem Zeitpunkt. Also quasi so ein Interview zu geben als Sängerin und gleichzeitig mich zu outen, als was ich da arbeite. Aber heute kann ich das. Und das ist auch ein sehr schönes Gefühl, dass ich sage, ja, das sind zwei Seiten von mir. Das gehört auch zu mir. Und das heißt nicht, dass ich deswegen weniger kreativ bin oder weniger kann oder dass ich nicht mehr singen kann, sondern ich habe mich einfach ein Stück weit irgendwie gelöst von diesen Ansprüchen und von diesem Bild auch, dass man in mich hineinprojiziert und dass man in viele Sängerinnen und Sänger und Musiker hineinprojiziert. Aber der große Teil von uns ist ja gar nicht so. Also da gibt es immer noch viel mehr. Und das würde ich jetzt sagen, das ist das, was man auch vielleicht versuchen kann. Vielleicht findet man eine Aufgabe, wo man irgendwo wertgeschätzt ist und wo man oder sich selber den Wert wiedergeben kann. Das muss man ja auch sich selber, dass man weiß, ich werde hier gebraucht. Ich werde für diese Art Arbeit werde ich gebraucht. Ich bin für etwas da. Sehr schön. Und dann auf einmal kam dann auch diese Lust wieder, Neues zu machen, und ich habe Projekte und ich überlege mir ganz viel, und die Schweiz bietet mir einen wahnsinnig guten Boden auch dafür, aber in freie Sachen hineinzugehen wieder oder frei zu oder zu produzieren, das habe ich früher auch gemacht und ich kann das und viele von uns können das, ja, wir dürfen das auch machen. Also nicht von außen dieses Warten, dass von außen die Erlösung kommt, sondern selber sich quasi auch wieder ein eigener Chef sein und Herr der Sache werden. Das können kleine Sachen sein, das können kleine Projekte sein. Und dann einfach die Fantasie mal laufen lassen auf das, was man Lust hat, auf das, was gefragt ist. Das kommt auch dazu, nicht nur, was man Lust hat, sondern womit könnte ich meinen Unterhalt bestreiten? Toll. Und sich wertvoll fühlen dabei. Super. Man kann dir nur gratulieren, dass du das geschafft hast. Und dich zusammenfassen kann man wohl sagen, du bereust den Schritt weg von Erl, auch in die Öffentlichkeit mit dem offenen Brief nicht, sondern du bist daran gewachsen und bist vielleicht ein Stück näher zu dir selber auch gekommen.
Kann das sein? Ganz sicher, ja. Ja. Man kann sich einfach emanzipieren von dieser Abhängigkeit. Das finde ich etwas sehr Zentrales. Ja, was wolltest du fragen? Was rätst du jetzt Kolleginnen und Kollegen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis stecken und darunter leiden? Vielleicht auch sexuelle Übergriffe oder Machtmissbrauch erleben. Wohin kann man sich zum Beispiel in der Schweiz oder in Deutschland oder in Österreich wenden? Es gibt öffentliche Anlaufstellen für sowas. Die Themis, Vertrauensstelle in Berlin ist das für Deutschland. Wir werden da unten auch Links hinsetzen. Von der Schweiz gibt es auch eine anonyme Meldestelle im Internet. Das ist vom Schweizerischen Bühnenkünstlerverband. Ja. Natürlich gibt es an vielen Institutionen und Theatern gibt es Anlaufstellen. Also da hat man schon gemerkt, dass da ein Bedürfnis ist und dass das wichtig ist. Oder eben diese Verbände, das finde ich ganz wichtig. Aber in erster Linie kann ich nur etwas sagen. Man darf sich nicht schuldig fühlen. Ja, man darf sich nicht schuldig fühlen, dass man etwas empfindet. Dass man empfindet, hier ist etwas nicht gut. Hier stimmt eine Situation nicht. Sei das jetzt ein Machtmissbrauch, ein psychischer, ein physischer Übergriff, dass man nicht an sich selber zweifelt. Dass man sich an jemanden wendet. Das könnte in erster Linie eine wichtige Kollegin und Vertrauensperson, eine Freundin sein. Kann man aber auch sagen, ja, vielleicht geht da der Schuss nach hinten los, muss man auch immer ein bisschen abwägen. Aber wenn es eine gute Freundin ist, dann wird sie einem zuhören und dann wird sie auch, ja, das ist ja schon mal wichtig. Man braucht eigentlich wie eine Zeugin, ja, jemand, der das bezeugt. Jetzt ist etwas passiert, ich muss dir das erzählen und es ist deponiert. Das kann oder eine öffentliche Stelle. Das ist sicher auch ratsam und beides zusammen wäre am besten. Dann also eben nicht diese Selbstzweifel. Ah, ich bin hier viel zu kleinlich. Ah, ich muss das doch können. Ich muss hier über meinen Schatten springen und so weiter. Ich glaube, dass man merkt, wenn man das nicht tun sollte. Da muss man ganz ehrlich zu sich sein und sensibel und in sich hineinhorchen, was da für Gefühle entstehen. Ich denke, unsere Kollegin Bettine hat etwas ganz Wichtiges gesagt, Tagebuch führen. Also das finde ich eine unglaublich wichtige, sehr weise, weisen Ratschlag. Also, dass man diese Sachen festhält, auch vielleicht mit Zeit oder wo das passiert ist, wer war sonst noch zugegen. Einfach, weil man sich vielleicht später nicht mehr erinnert oder nach einem oder nach zwei Jahren. Das kann ja sein, weil man es vielleicht im Moment nicht zur Sprache bringen kann, nicht bringen möchte und dann irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man es schafft oder es gibt eine Situation, wo man sich dazu äußern muss oder will und dann hat man das zur Hand. Auch wichtig, das hat auch Bettine gesagt, das muss ich hier erwähnen, das sind nicht meine Gedanken, das kam von ihr. Es ist gut, wenn man das einer Kollegin erzählt und wenn sie sich aber auch kritisch dazu äußert, dann soll man sie auch, oder habe ich das richtig verstanden, dann soll man sie auch fragen, warum, dass sie einem nicht hilft, warum sie einen nicht mit unterstützt. Also man muss die Leute schon auch ein bisschen konfrontieren. Und ja, eben, vielleicht ist dann die eine oder andere Kollegin auf einmal anders eingestellt zur Freundschaft. Ich weiß es nicht, aber es braucht sehr viel Mut, Dinge beim Namen zu nennen. Und ganz generell, das gilt für alle Bereiche, das gilt für alle Menschen. Es braucht immer Mut, sich zu äußern mit einem schwierigen Thema. Und da hat man am besten irgendwo einfach eine vertraute Person, die einem da auch Rückendeckung gibt und Halt. Aber es kann zu unschönen Zusammenstößen führen. Das ist so. Eben, weil man jemanden vor den Kopf stößt oder jemand nicht derselben Meinung ist oder weil einem nicht geglaubt wird
oder man zieht deine Wahrnehmung in Zweifel. Kann alles sein. Man muss dazu sagen, dieses Thema MeToo ist sehr jung. Das ist nicht mal 3,5 Jahre alt. Ja? Und wir stecken in den Kinderschuhen in der Diskussion auch darin. Und deswegen, glaube ich, ist es einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass wir einfach drüber reden, drüber reden, drüber reden. Dass wir uns austauschen, damit wir lernen, wo die Grenzen eines anderen sind, wo sie überschritten werden. Und dass wir Verständnis füreinander entwickeln. Und ich glaube, wir sind da wirklich noch ganz am Anfang. Und dieser Beitrag heute war ein kleiner Baustein in der Diskussion und möge ein anregender sein und ein konstruktiver. Ja, das hoffe ich auch. Möchtest du noch etwas zum Schluss sagen, bevor ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken darf? Mit deiner großen Expertise und viele weise Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Was möchtest du zum Abschluss sagen? Es ist immer schwierig, so ein Abschlusswort zu finden. Aber ich möchte, dass die Gesellschaft eigentlich diese Art von Leiden auch anerkennt, ob das jetzt heißt, psychischer oder physischer Übergriff, dass man einfach davon ausgehen sollte, dass Menschen das nicht tun, sich zu outen oder das beim Namen zu nennen, um irgendeinen Effekt oder einen positiven Effekt für einen selber rauszuholen. Das wäre eigentlich ein wichtiger Wunsch, weil ich glaube auch, wenn das so wäre, dann würden sich die Leute mehr äußern. Dann gäbe das vielleicht hier eine gewisse Lockerung. Ja, da muss man schon von der Gesellschaft auch ein bisschen mehr erwarten dürfen, dass die das auch mitträgt. Und nicht in erster Linie immer daraus herausstreicht, warum kommst du erst jetzt oder jetzt, wo du davon profitiert hast und warum nicht schon früher und erst nach 10 Jahren, das kann doch nicht sein und so weiter, sondern dass man einfach auch sagt, ja, jeder Mensch hat eine Prägung, auch von Kindesbeinen her, die geht so tief, die geht so weit zurück, dass man das gar nicht von außen beurteilen darf, warum die Frau, der Mann sich jetzt erst dazu äußern kann und wie sie sich äußert, wann sie sich äußert, sondern dass man einfach nur zuhört und auch, ich sage jetzt nicht einfach Glauben schenkt, sondern einfach zuhört und das mal auch stehen lassen kann. Leute, die dann nachher spezialisiert sind, dafür geschult sind, die können das dann genau untersuchen, beurteilen und so weiter. Aber die Gesellschaft an und für sich sollte vielleicht hier einfach nachsichtiger sein und verständnisvoller sein und offener sein. Empathischer und selber sich auch fragen, wann habe ich das letzte Mal aufbegehrt? Wann konnte ich das tun? Da, wo es für mich einen negativen Effekt hat. Ja, da kann ich im Zug sein, kann dem Nachbarn sagen, soll doch bitte die Füße vom Polster nehmen, aber keiner sagt etwas, weil nachher kommt ja eine negative Energie, eine negative Bemerkung. Das muss man ja zuerst einmal aushalten. Darum sagen auch viele Leute einfach gar nichts. Und das ist ja nicht nur immer ganz schlimm, wenn man etwas sagt. Also man darf schon die Frauen, ich sage jetzt Frauen, wenn ich Frauen sage, meine ich Frauen und Männer, aber man darf die Personen schon auch ein bisschen mehr schützen. Im Öffentlichen, also so ganz öffentlich in der Gesellschaft. Das fände ich sehr wichtig. Welche Rolle haben die Männer dabei? Was wünschst du dir als Frau von den Männern der Gesellschaft? Also natürlich eine Frau, die sehr wahrscheinlich jetzt mal sagt, hey, ich mag das nicht oder so. Das kann man, ich sage einfach, da kann man auch sagen, Entschuldigung, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Weißt du, irgendwo jemanden, das... Wie gesagt, verbale Übergriffe, körperlich, ohne eine böse Absicht oder so. Als Frau kann man auch einfach sagen, du, ich mag das einfach gar nicht. Und dann muss man nicht gerade immer eine Zicke sein, ja, oder irgendwie ein hysterisches Weib.
weil das so doch sehr empfindliche Themen sind, eben wie gesagt, Mann und Frau, also gegenseitig, das ist sehr empfindlich und dass man sich hier ein bisschen mehr einfach auch entgegenkommt. Und natürlich, dass, ja, also ich denke so, was wünsche ich mir sonst noch von den Männern? Also ich mag die Männer eigentlich. Und ich mag Männer, die Frauen mögen, die sich auch wehren und die das gut finden. Also ich kann den Männern eigentlich nichts raten. Emanzipiert euch, ja. Und ja. Sehr schön. Ich glaube, dieses Thema, das schaffen wir nur gemeinsam, Frauen und Männer. Das sind wir beide gefordert. Wir Frauen dürfen lernen, die Männer dürfen lernen. Und so können wir gemeinsam auch dieses Thema bewältigen und irgendwann meistern. Und was natürlich der Thomas Schmidt gesagt hat, ganz wichtig, also diese Funktionen, die müssen ein bisschen aufgebrochen werden. Und da gibt es eigentlich sehr viel Arbeit. Also dass hier die Verteilung von Macht, die muss breiter abgestützt sein. Also ich meine jetzt nicht Macht in dem Sinne, Leute, die keine Macht wollen, die üben keine aus, aber es muss alles viel breiter abgestützt sein, damit das viel offener ist. Dann gibt es diese Konzentration nicht. Das ist sehr, sehr schwierig. Das ist sehr gefährlich. Genau. Also über diese Machtkonzentration und wie man sie auflösen kann, welche strukturellen Veränderungen stattfinden müssen, damit so Fälle wie Erl nicht mehr passieren, darüber werden wir im nächsten Video mit Thomas Schmidt sprechen. Das wird sicher sehr interessant. Ein Blick aufs gleiche Thema von der anderen Seite und sicher auch ganz wichtig, was eben für Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit wir in Zukunft einen Kulturbetrieb auf Augenhöhe mit Wertschätzung und mit Würde haben können. Also vielen herzlichen Dank, liebe Mona. Ich finde, du hast so wichtige Dinge gesagt, die hoffentlich auch vielen Kolleginnen und Kollegen helfen können, die jetzt entweder unter Corona oder unter schlechten Strukturen, Machtmissbrauch leiden. Ganz viele Hinweise, vielen herzlichen Dank und wir freuen uns natürlich auf eure Daumen nach oben, auf eure Likes und auf eure Kommentare. Ihr könnt auch Nachrichten schicken. Es gibt haufenweise Links unter diesem Video, die weiterführend über Mona erzählen und über die Geschichte von Erl. Und wenn euch das interessiert, dann schaut dort gern vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dann sehen wir uns mit Thomas Schmidt.